Heute gibt es einmal ein bisschen ein anderes Video. Anlass für dieses Video war eben Beiträge in der Telegram Community. Den Link dazu findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Wir sind bereits fast 1000 Mitglieder, wo eben darauf hingewiesen wurde, schaut's, bei Raiffeisen gibt es aktuell 2% Zinsen oder 3% Zinsen bei Raiffeisen oder aktuell 2,5% und das Ganze immer für ein Jahr. Und dann war eben, wie gibt's denn das? Raiffeisen? 2%, 3%, 2,5%. Meine Frage war dann immer, bei welcher Raiffeisenbank? Es gibt nämlich über 300 verschiedene Raiffeisenbanken in Österreich. Die sind alle eigenständig. Und ich habe mir dann gedacht, Andi, jetzt mach einmal ein Video über Raiffeisen in Österreich. Denn Raiffeisen ist viel mehr als die Raiffeisenbank. Wie sind denn die strukturiert? Und dass eben ja, zwischen der grundsätzlichen Idee und dem, wie es gelebt wird, dann doch ein gewisser Unterschied ist, wie wir eben alle wissen. In diesem Video präsentiere ich die Idee von Raiffeisen, wie ist Raiffeisen in Österreich strukturiert und wie schaut denn das dann in der Praxis aus, eben von Raiffeisenverband, Einlagensicherung und. Mehr dazu in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Andreas Greiner vom Broker-Test.at, dem österreichischen Broker-Tester und Vergleicher. In diesem Video geht es um Raiffeisen und bei Raiffeisen können wir natürlich auch unsere Wertpapiere lagern. Ob das jetzt bei der regionalen Raiffeisenbank ist, wo die Wertpapiere gekauft werden oder bei der Raiffeisen Landesbank, wie zum Beispiel Oberösterreich oder Niederösterreich oder eben der Raiffeisenverband Salzburg oder bei der Bank Direkt, das ist eine Direktbankenmarke der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie das eben mit dem Thema Wertpapiere aussieht. Aber ich kann genauso mein Sparkonto, Girokonto, Konsumkredit, Immobilienkredit, Leasing und bei der Raiffeisen Bank abschließen. Aber Raiffeisen ist viel mehr als nur eine Bank. Und zwar die Idee zu Raiffeisen geht zurück auf Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Geboren 1818, gestorben 1888, das war ein Deutscher und war Bürgermeister im Westerwald. Da hat er ganz einfach gesehen, seinen Bürgerinnen und Bürgern geht schlecht und wie kann man das Ganze eben verändern. Er hat gesehen, Hilfe ist gut, aber eigentlich hilft nur Hilfe zur Selbsthilfe. Und dann hat er sich gedacht, wirtschaften wir doch miteinander. Versuchen wir uns doch gegenseitig zu unterstützen, füreinander da zu sein, füreinander zu arbeiten und voneinander dann zu profitieren. Und er hat dann eben eine demokratische, solidarische Beteiligung der Mitglieder in Form der Raiffeisen gegründet, eine Genossenschaft. Und durch die Miteigentümerschaft ist das Ganze dann eben ordentlich gewachsen. Und du findest Raiffeisen in den verschiedensten Ländern, wie zum Beispiel Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und. Also die Idee von Raiffeisen ist eben in einer Genossenschaft sich miteinander zu verbinden, miteinander zu wirtschaften. Und wenn du dir eben die Webseite von der Raiffeisen-Gruppe bzw. vom Raiffeisen-Verband ansiehst, da findest du eben viele Hinweise, Hilfe zur Selbsthilfe, Solidarität, Selbstverwaltung, Subsidiarität, Regionalität, eben aus der Region, für die Region, tief verwurzelt, Nachhaltigkeit, das Erhalten, was das Wirtschaften ermöglicht, den Planeten und seine Schönheit. Natürlich bei dem einen oder anderen Punkt würde man sagen, naja, aber da kenne ich Geschichten von Raiffeisen, puh. Aber grundsätzlich die Idee von Raiffeisen wäre eben das, was eben dahinter steht. Freiwilligkeit, Zusammenschluss, Eintritt und natürliche Beendigung der Miteigentümerschaft erfolgen immer freiwillig. Das heißt, ich kann Genossenschafter werden bei Raiffeisen, wie bei eben anderen Genossenschaften, wie zum Beispiel damals beim Konsum. Ja, okay, das ist eine andere Geschichte. Selbstverantwortung, Identitätsprinzip oder eben der Förderauftrag, Förderung der Miteigentümerinnen und Miteigentümer, deren Nutzen steht im Vordergrund. Also miteinander wirtschaften steht da im Vordergrund. Und wenn ich mir jetzt die Raiffeisen-Gruppe in Österreich ansehe, Raiffeisen ist kein Konzern. Zumindest ist er nicht als Konzern organisiert. Der Verband, die Raiffeisen-Gruppe, besteht aus 1400 verschiedenen Genossenschaften in Österreich, die eben in den einzelnen Regionen, in den einzelnen Orten vorhanden sind, mit den einzelnen Mitgliedern. Das heißt, die einzelnen Genossenschaften, die 1400, gehören wiederum jemandem. 2 Millionen Menschen sind eben bei diesen 1400 Genossenschaften Mitglieder. Und in Österreich ist das Ganze seit ein paar Jahren eben so unterteilt in Geld, Ware, Milch und weitere Genossenschaften. Das heißt, die Banken,
die eben unter Geld reinfallen, sind nur ein Teil davon. Und die ganze Raiffeisen-Gruppe hat in Österreich rund 58.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 4 Millionen Kundinnen und Kunden. Das heißt, wenn du jetzt Österreich hernimmst, 9 Millionen Einwohner, 4 Millionen Kundinnen und Kunden, naja, dementsprechend gibt es eben auch paar Rufe, dass eben Raiffeisen in Österreich alles gehört. Da gehört natürlich auch Medien und so weiter mit dazu, mit den Beteiligungen. Und das ist eben nicht so schwach, was eben da alles dazugehört. Und wenn ich mir jetzt allein den Sektor Geld ansehe, in der Raiffeisen Bankengruppe sind 325 selbstständige Raiffeisen Banken enthalten. Die werden nach und nach weniger durch Zusammenschlüsse und so weiter. Und das Ganze, das ist eben das Wichtigste, ist ein dreistufiger Aufbau der Raiffeisen Bankengruppe mit 8 Raiffeisen Landesbanken, die RLBs und der RBI als Zentralinstitut. Früher war das die RZB. Das heißt, das ist eben dreiteilig. Ganz oben ist die RBI, dann kommen die 8 Raiffeisen Landesbanken und darunter kommen dann eben die einzelnen selbstständigen Raiffeisen Banken. Jetzt ist das natürlich ein gewisses Spannungsverhältnis, weil wen gehören das da oben? Natürlich den Genossenschaften da unten, die kleinen Raiffeisenbanken da unten gehören dann eben die Raiffeisen Landesbanken und die Raiffeisen Landesbanken sind wiederum zu, glaube ich, knapp 60% oder ein bisschen über 50% eben beteiligt an der RBI und der Rest ist eben in Streubesitz. Und jetzt ist eben dieses Thema, wem gehört jetzt was? Wer sagt eben, wem was er zu tun hat? Grundsätzlich von den Beteiligungsverhältnissen ist es klar, die da unten gehört eben das da oben. Aber gleichzeitig muss man natürlich eben schauen, dass eben nicht die kleine Raiffeisenbank da in Hinterndorf eben dann da ganz oben sagt, was zu tun ist. Man muss dann eben schauen, okay, wie ist denn die Strategie? Und natürlich die Informatik, die IT bestimmt natürlich ganz, ganz viel, inklusive der gemeinsame Auftritt nach außen. Aber gleichzeitig eben, wenn du jetzt in die Raiffeisenbank in Hinterndorf reingehst und sagst, ich möchte da ein Girokonto öffnen, dann bist du eben Kundin bzw. Kunde von der Raiffeisenkasse in Hinterndorf, wenn das eben eine eigenständige Genossenschaft ist. Und wenn du jetzt in Oberndorf, und das gibt es ja wirklich, zur Reika gehst und die gehören dann eben nicht zur selben Genossenschaft, dann hast du eben dort kein Konto, sondern eben bei der Reika in Hinterndorf. Und das ist natürlich eine gewisse Challenge, eben das Ganze einmal zu verstehen und ich versuche eben darauf hinzuweisen, das sind zwei verschiedene Unternehmen dann. Das ist die eine Genossenschaft dort und die andere Genossenschaft eben dort und es sind eben 325 selbstständige Raiffeisenbanken, 325 selbstständige Genossenschaften, die wiederum gehören eben den verschiedenen Genossenschafterinnen und Genossenschaftern. Insgesamt sind es fast 1500 Bankstellen in Österreich und es gibt dann eben 4300 Funktionärinnen und Funktionäre, ca. 1,7 Millionen Mitglieder, also Miteigentümerinnen und Miteigentümer der jeweiligen Raiffeisenbank, ca. 2,8 Millionen Kunden und Kundinnen und eben rund 27.000 Mitarbeitende in den unterschiedlichen Banken, die eben da drinnen sind, in diesem Konglomerat der Raiffeisen Bankengruppe. Und die Raiffeisen Bank International, das ist eben die führende Commerz- und Investmentbank des Landes. Und eben, ja, wir wissen das alles, Russland-Engagement ist eben riesengroß. Aktuell 13 Märkte, schreiben sie da auf der Webseite. Und sie sagen dann eben, sie betreuen 45.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 17,4 Millionen Kundinnen und Kunden in rund 1.800 Geschäftsstellen, fast alle davon in Central Eastern Europe. Und es geht aber dann noch weiter. Es gibt natürlich den Sektor Ware, wo die ganzen Lagerhäuser drinnen sind, wo wir eben am Samstag eben shoppen gehen und da ein einmaliges Shopping-Erlebnis haben. Und es gibt natürlich den Sektor Milch, also der Käse und Co. und die Milch, die wir trinken, in 76 verschiedenen Molkereien, 35.000 Mitgliedern, also sehr viele Bauern dahinter. Du kennst eben die Medienberichte, wo es immer wieder heißt, naja, wir sind zwar Genossenschafterinnen, aber mitzureden haben wir da ebenfalls relativ wenig. Und es geht dann noch weiter. Es gibt weitere Genossenschaften, wie zum Beispiel 880 weitere Genossenschaften in der Viehverwertung, Winzer- und Brauereigenossenschaften, Fernwärme, Elektrizitätsversorgung, Carsharing, eine Genossenschaft für Carsharing, was die alles eben machen, regionale Nahversorgung, Gesundheitsdienstleistungen, Zusammenschluss von EPOs, Freiberufler, IT-Techniker und so weiter und so weiter. Jetzt zeige ich dir noch ein paar interessante Informationen, zum Beispiel die Raiffeisen Bank International, die ist ja börsennotiert, du kennst sie aus Medien und diese Raiffeisen Bank International gehört zu 58,8% den Raiffeisen Landesbanken, die eben in verschiedenen
41,2% und 41,2% ist eben dann tatsächlich in Streubesitz. Wenn du dir eine Aktie kaufst von Raiffeisen, dann kaufst du dir eine Aktie von der Raiffeisen Bank International und nicht von der Raiffeisen Bank, die da eben irgendwo da unten ist. Und kommt es tatsächlich zu einem Gewinn von der Raiffeisen Bank International, wird es natürlich an die Raiffeisen Landesbank ausgeschüttet, an die jeweilige, und das geht dann eben weiter an die jeweiligen Genossenschaftsbanken, die eben dann darunter sind. Die Raiffeisen Landesbank Oberösterreich zum Beispiel ist ein Kreditinstitut, das 1900 gegründet worden ist. Raiffeisen gibt es in Österreich seit 1886. Die Raiffeisen Landesbank in Oberösterreich ist so organisiert, dass die Eigentümer von ihr die einzelnen oberösterreichischen Raiffeisen Banken sind, die wiederum genossenschaftlich organisiert sind, und die Bank direkt, von der ich immer wieder erzähle, gehört eben der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich. Grundsätzlich wäre es so vorgesehen, dass eben die Raiffeisen Landesbank Oberösterreich eher für Kommerzkundinnen und Kunden da sind, aber gleichzeitig gibt es zum Beispiel bei der ERLB Oberösterreich sehr wohl eigene Filialen, wo sie eben ja auch Personen wie mich als Privatkundin bzw. Privatkunde eben tatsächlich auch behandeln. So eine kleine Geschichte, wo man eben wieder feststellen kann, die Raiffeisen Banken selbst können tatsächlich selbst entscheiden, ist dieses Thema Einlagensicherung. Du kannst dich vielleicht noch historisch erinnern, früher hat es ganz viele Einlagensicherungen in Österreich gegeben, dann hat man es eben zusammengeführt. Da hat es die Einlagensicherung Österreich gegeben und die Einlagensicherung für den S-Sektor, für den Sparkassensektor. Da waren eben bei der Einlagensicherung dann eben auch die Raiffeisen Banken dabei, und nachdem es eben ein paar Einlagensicherungsfälle gegeben hat, dann haben eben die Raiffeisen Banken gesagt, nein, das können wir eigentlich selbst auch, und wir haben die Größe, wir dürfen eine eigene Einlagensicherung machen. Gründen wir doch eine eigene Einlagensicherung, das gibt es eben auch für den Raiffeisen Bereich, eine eigene Raiffeisen Einlagensicherung, wo die einzelnen Raiffeisen Banken eben ihr Geld einzahlen und im Sicherungsfall eben dann eben ja aus diesem Topf heraus geschöpft wird. Jetzt eben meine Frage an euch: Ist die Raiffeisen Landesbank Oberösterreich Teil der österreichischen Raiffeisen Sicherungseinrichtung Genossenschaft? Ja oder nein? Richtig, ja, natürlich ist sie Teil der Raiffeisen Sicherungsgruppe bzw. Sicherungseinrichtung, die Einlagensicherung der Raiffeisen Bank. Die nächste Frage ist die Raiffeisen Bank Region Kirchdorf Teil der österreichischen Raiffeisen Sicherungseinrichtung Genossenschaft? Ja oder nein? Ja, natürlich ist sie das. Dann die Frage: Ist die Raiffeisen Bank Obertrautal-Weißensee Teil der Raiffeisen Bank Sicherungseinrichtung? Und die Antwort ist: Nein, ist sie nicht. Die nächste Frage ist: Ist die Raiffeisen Bank Oberes Mölltal-Obertrauburg Teil der Raiffeisen Sicherungseinrichtung? Nein, ist sie nicht. Ist die Raiffeisen Bank Radstadt Untertauern Vilsmus Forstau registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung Teil der Raiffeisen Sicherungsrichtung? Nein, ist sie nicht. Diese letzten drei sind eben in der Einlagensicherung Austria geblieben. Das heißt, die haben das eben selbst entschieden und haben gesagt, wir machen dann nicht mit. Ist natürlich, ich vermute mal, dass das im Sektor eben nicht so gut ankommt, wenn wir sagen, nein, wir machen da eben unsere eigene Geschichte. Aber wenn du eben auf die Einlagensicherungsseite der ESA gehst, einlagensicherung.at, da findest du eben unter den Banken diese drei Raiffeisen Banken, und du sagst dann, okay, ja, es sind tatsächlich nicht alle da bei der Raiffeisen Einlagensicherungseinrichtung mit dabei, sondern manche sind eben da drüben. Aber grundsätzlich, eine österreichische Bank muss bei irgendeiner Einlagensicherung mit dabei sein. Du siehst eben, in Österreich gibt es über 300 selbstständige Raiffeisen Banken. Sie haben einen gemeinsamen Auftritt nach außen mit den keltischen Pferden, mit dem Logo, und man hat das Gefühl, dass es ein Unternehmen, aber nein, es sind eben selbstständige Unternehmen. Es sind über 320 selbstständige Raiffeisen Banken, die natürlich alle ihr eigenes Süppchen kochen, und dementsprechend es Unterschiede gibt, zeigt sich eben bei den Kontogebühren, zeigt sich bei den Sparzinsen und. Und es könnte sogar so sein, dass du eben für einen Kredit dort bei der Raiffeisen Bank A anfragst und bei der Raiffeisen B und die
bringen dir dann unterschiedliche Konditionen und du siehst es eben auch bei den Sparzinsen. Die eine bezahlt für 12 Monate 3%, die andere bezahlt aber nur 2%. Das sind Entscheidungen, die lokal in der jeweiligen Raiffeisenbank getroffen werden, denn diese Raiffeisenbanken sind eben ihren Genossenschafterinnen und Genossenschafter verpflichtet, dass sie ein ordentliches Ergebnis abliefern und gleichzeitig aber sind auch diese Genossenschafterinnen und Genossenschafter auch Kunden. Also man möchte natürlich ein gutes Angebot denen anbieten, den Kundinnen und Kunden, aber ist natürlich auch die Genossenschafterinnen und Genossenschaft verpflichtet, dass die ein bisschen was sehen von dem, was sie eben eingezahlt haben, damit man eben was ausschütten kann. Ich hoffe, ich habe damit diesem Video ein bisschen sensibilisiert, dass es in Österreich eben bei den Raiffeisenbanken eben, dass es nicht eine Raiffeisenbank ist, sondern es eben ganz viele Raiffeisenbanken unten gibt, dann gibt es die Raiffeisen Landesbanken, die 8 und ganz oben als Spitzeninstitut die Raiffeisenbank International. Dort kannst du dich eben beteiligen in Form einer Aktie, die sind börsennotiert, aber es sind eben auch nur rund 40% im Streubesitz und der Rest gehört wieder den Raiffeisen Landesbanken. Und grundsätzlich wäre die Idee, dass die Genossenschafterinnen und Genossenschafter von den einzelnen Raiffeisenbanken da unten eben, ja, denen gehört eigentlich das da oben, aber gleichzeitig die Realpolitik ist dann doch ein bisschen andere, dass eben die Entscheidungen in den Raiffeisen Landesbanken bzw. teilweise auch in der RBI bzw. Raiffeisen Bankverband eben getroffen werden. Und ich habe dir auch gezeigt, dass Raiffeisen oder die Raiffeisen Gruppe nicht nur die Banken sind, sondern da geht es eben auch um Ware in Form der Lagerhäuser, es geht aber auch um die Milch, es geht aber auch um weitere Genossenschaften, wie eben im Bereich der Winzer, Brauereien, aber auch Carsharing oder Energieerzeugung. Also Raiffeisen ist ganz einfach eine riesengroße Macht in Österreich. Die haben auch Medienbeteiligungen in Österreich und. Und ich bin mir sicher, dir fällt noch irgendwas ein, was Raiffeisen gehört. Schreib das ganz einfach unten in der Videobeschreibung. Und wenn du sagst, okay, dieses Video habe ich eigentlich ganz interessant gefunden, und wenn du jetzt sagst, hey, mach doch bitte unbedingt auch noch ein Video zu den Volksbanken oder zum Sparkassensektor, wie sieht es denn dort aus, dann freue ich mich auf dein Feedback. Bis bald und auf Wiedersehen, euer Andreas von progymnastest.at. Ciao.